Die IFTEC GmbH wird in den kommenden Jahren 50 Fahrzeuge der Münchner Verkehrsgesellschaft modernisieren. Für diesen Großauftrag hatten die Leipziger Verkehrsbetriebe extra einen neuen Produktionsstandort in der Bautzener Straße eingerichtet. Momentan arbeiten die IFTEC-Mitarbeiter an drei Münchner Fahrzeugen. Die 16 Jahre alten Wagen werden dabei zunächst entkernt. Anschließend wird die gesamte Inneneinrichtung erneuert. Neben neuen Böden, Sitzen und Heizkanälen erhalten die Fahrzeuge auch neue Fahrerkabinen. Also für die IFTEC ist das natürlich einer der größten Einzelaufträge, die wir im Drittgeschäft erlangt haben. Sind wir sehr stolz drauf. Aber das spiegelt eigentlich nur unser Know-how wider, was wir in den jahrzehntelangen Arbeiten im Kerngeschäft mit den Fahrzeugen der Straßenbahn in Leipzig erlangt haben, was jetzt seine Früchte trägt. Wir natürlich dieses Know-how auch nach draußen verkaufen können. Der Ausbau eines kompletten Fahrzeuges dauert 5 Wochen und kostet etwa 300.000 Euro. Geplant ist in diesem Jahr noch 5 Fahrzeuge fertigzustellen. In den nächsten beiden Jahren sollen dann jeweils 20 Fahrzeuge modernisiert werden. 2014 will die IFTEC dann die letzten beiden Wagen an die Münchner Verkehrsgesellschaft ausliefern.